Hallo, ich bin Julia. Ich mache hier Matura in Fachrichtung Automation und möchte Ihnen gerne mein Matura-Projekt vorstellen. Um was geht es in einem Matura-Projekt? Mein Matura-Projekt ist ein Roboter, der mit G-Code umgesteuert wird. Mal am Anfang zu erklären, was ist G-Code? G-Code ist ein Steuerungscode, der für computergesteuerte Fertigungsmaschinen verwendet wird. Hast du CNC-Maschinen, also Fräsen, Drehbänke, 3D-Drucker und so weiter. Kennen wir dann ich denn, weil ich mit 3D-Druckern gearbeitet habe? Mein Projekt ist also ein Roboter, der durch die Steuerung von G-Code geometrische Figuren zeichnen und auch schreiben kann. Wie bist du darauf gekommen, so einen Roboter zu bauen? Ich gehe ja Fachrichtung Automation und mein Traum war es, allem schon einen Roboter zu bauen. Ein Umfang in Schrittmotoren umzusteuern. Und haben dann mit FreeCAD die ersten Radeln und ein Gehäuse dazu entworfen. Mit einer weiteren Rolle ist dort ein dreirädiges Fahrzeug daraus entstanden. Da habe ich am Anfang leicht gut ausfangen können. Später habe ich dann 90-Grad-Kurven eingebaut und somit ein Viereck nach vorne gekannt. Das ist mir so sehr langweilig vorgekommen. Dann habe ich noch einen Stift zwischen die zwei Schrittmotoren eingebaut und habe dann ein Viereck zeichnen gekannt. Am Anfang war es noch sehr ungenau. Und durch die Optimierung von Gehäuse und von der Software ist das noch alleweil genauer geworden. Was waren die weiteren Herausforderungen? Eine von den weiteren Herausforderungen war definitiv das Zeichnen von Kreisen und Bögen. Zudem steckt ein sehr komplexer mathematischer Aufwand dahinter und somit ist das Projekt fächerübergreifend geworden. Eine weitere Herausforderung war die Entwicklung von Gehäuse. Ich habe sehr viele Bauteile wieder ausgetauscht und somit habe ich ein Rastersystem im Gehäuse entwickelt, das ich dann auch zusammenstecken kann wie Lego-Bausteine. Die Schrittmotoren erzeugen Vibrationen und dadurch werden die Zeichnungen sehr ungenau. Da habe ich dann ein anderes System gesehen vom Mondroboter, dem Lunar-Rover, den die Radeln die Vibrationen ausgleichen mit der Dämpfung, in die Radeln nachgebaut und sie für meinen Roboter verwendet. Der Lunar Rover war ein großes Vorbild für mich und die haben deswegen auch in Nomen teilweise übernommen für meinen G-Code Rover. Wie lange hast du für das Projekt gebraucht? Für das Projekt habe ich ungefähr 1,5 Schuljahre gebraucht. Ich bin in der 4. Klasse damit angefangen. Und dann haben die Grundfunktionen gehabt. Jetzt haben wir angefangen, das Gehäuse zu entwickeln. Heuer in der 5. habe ich darum gearbeitet, alles detaillierter zu machen, das Gehäuse zu optimieren, die Software zu optimieren. Ich habe eine App dazu geschrieben. Einen großen Teil von der Optimierung sieht man bei der Stifthalterung. Ich kann jetzt den Stift durch jeden anderen Stift austauschen, wie auch durch einen Fräskopf. Wie wird der G-Code Rover umgesteuert? Die Steuerung vom G-Code Rover übernimmt der Mikrocontroller des Typs Espressif 32 und programmiert habe ich in SEM in der Programmiersprache C. Eine Besonderheit von der Platine ist, dass sie nicht geätzt worden ist, sondern gefräst und für die Fräse ist auch wieder G-Code verwendet worden. Was ist der letzte Teil der Entwicklung? Im Moment entwickle ich die App. Da der Mikrocontroller ein Bluetooth-Interface hat, kann ich ihn mit meinem Handy oder auch mit dem Tablet verbinden und auf seinem habe ich die App aufgebaut. Die App kann geometrische Figuren berechnen und zeichnen und auch Buchstaben schreiben. Entwickelt habe ich die App mit dem App-Inventor vom MIT Boston. Was hast du durch das Projekt Neues erlernt? Durch mein Matura-Projekt habe ich gelernt, was es heißt, eine fächerübergreifende Arbeit zu verwirklichen. Ein großer Teil des Gelernten liegt außer natürlich im technischen Teil auch in der Planung, in der Zeiteinteilung und in der Lösung von jeglichen Problemen. Ich hoffe, mein Projekt gefällt euch und möchte mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben.